Ich bin der Ribi und arbeite auf dem Bau. Egal, ob ich früher als Handwerker oder heute als Bauleiter, für mich einer der spannendsten Arbeitsplätze, die es überhaupt gibt. Leider habe ich, was Sicherheit betrifft, in all diesen Jahren schon ziemlich viel Scheiß gesehen und erlebt. Das müsste aber definitiv nicht so sein, wenn man sich an die lebenswichtigen Regeln würde halten. Warum es also auf dem Bau noch immer täglich so schwere Unfälle gibt, dieser Frage gehe ich jetzt nach. Weil jeder Unfall ist einer zu viel. Heute sind wir auf einer richtig grossen und beeindruckenden Baustelle. Mit einer unglaublichen Aussicht. Im Balwas-Park in Basel. Ich habe mit Andreas abgemacht. Er zeigt mir, wo in der Höhe überall versteckte Gefahren, aber auch potenzielle Gefahren auf so einem Bau sein können. Und jetzt gehen wir ab in die Höhe. Und schau, geh oben durch, wegen schwebender Last und so. Jetzt geht es in die Höhe. Siehst du über ganz Basel aus. Jetzt sind wir da. Gehen wir noch eins suchen. Ah! Schau jetzt! Haben wir dich gefunden? Sali, Andreas, hoi. Servus, Baby. Danke mir. Du hast aber eine tolle Aussicht hier oben. Wie lange haben wir jetzt gebraucht, um hier hochzukommen? Gefühlt eine halbe Stunde irgendwie mit dem Aussenlift. Wie hoch sind wir jetzt da? Wir sind ungefähr 90 Meter hoch, 90 Meter über Basel. Mein Name ist Andreas Giesen, ich bin Leiter Sicherheit und Umweltschutz von der Firma Steiner. Und hier verantworte ich auf dem Projekt für die Gesamtsicherheit. Und zweimal im Monat besuche ich dieses Projekt und mache ein Sicherheitsaudit. Gibt es spezielle Herausforderungen jetzt in dieser Höhe, was Sicherheit betrifft? Ja, wir haben die lebenswichtigen Regeln der SUVA. Und eine davon lautet einfach, Absturzkanten ab 2 Meter sind zu sichern. Wir haben hier fast 90 Meter, etwa 90 Meter, das ist eine Hausnummer. Und da mussten wir was machen. Wir haben das mit diesem System gelöst, im Zusammenhang mit gerüstlosem Bauen. Das ist ein zugelassenes, anerkanntes System, wo diese Voraussetzung erfüllt. Gibt es für dich einen Unterschied, ob du jetzt so eine Absturzsicherung auf 2 Meter oder auf 90 Meter machst? Wird das anders ausgeführt? Nein, überhaupt nicht. Statistiken von der SUVA haben gezeigt, dass die 50% der tödlichen Absturzunfälle im Bereich von 1 bis 5 Metern stattfinden. 1 bis 5 Meter? 1 bis 5 Meter. Hast du das gehört? 50% der tödlichen Absturzunfälle. Wow, unglaublich. Ja. Das ist die Lebensversicherung der Leute, aller, die hier oben arbeiten, aber auch der Personen in der Öffentlichkeit, da unten im Straßenverkehr, auf dem Trottoir, dass ihnen da nichts auf den Kopf fällt. Genau. Dann, was ich auch noch ein wirklich wichtiger Punkt ist, da kannst du mir vielleicht etwas zeigen, das sind auch Bodenöffnungen, dass die super geschlossen sind. Kannst du mir... Ja, kann ich ein paar zeigen. Komm mit. Wollen wir schauen? Ja, gern. Super. Wie wird so etwas bauen? Was ist wichtig, auf was schaust du? Also A muss man schauen, dass es ein trittfestes Material ist. Mhm. Es dürfen keine Schalltafeln verwendet werden. Es muss wirklich Bauholz verwendet werden. Gibt es auch Normierungen, mindestens 4 cm stark. Es muss unverrutschbar sein, unverrückbar sein. Und es muss natürlich allseitig geschlossen sein. Danke vielmals. Alles Gute. Hätte ich sehr gefreut. Toi, toi, toi. Merci vielmals. Alles Gute. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Das war jetzt eine richtig spannende Baustelle. Mit komplexer Logistik und grossen Anforderungen an Mensch und Material. Und es ist definitiv ein Vorteil, wenn man schwindelfrei ist. Was wir wirklich gelernt haben, ist, egal ob 2 Meter oder 90 Meter, selbst aus geringer Fallhöhe kann so ein Sturz fatale Folgen haben. Darum ist es einfach wichtig, dass sich alle zusammen an die Regeln halten. Dass Absturzkanten super gesichert werden und die Bodenöffnung korrekt verschlossen. Wir sehen uns auf der nächsten Baustelle.